Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Im Alleingang kaufte Baden-Württembergs Ministerpräsident 2010 für sein Land NBW-Aktien in Milliardenhöhe und schadete diesem damit möglicherweise in Millionenhöhe. Tiefer Fall, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Stefan Mappus. Problematische Prüfung, Streit um Bluttest auf Down-Syndrom. Und essbare Stadt, öffentliche Grünanlagen werden zu Gemüsebeeten. Es sollte sein großer politischer Coup werden. Es könnte in seiner großen persönlichen Katastrophe enden. Als der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Stefan Mappus, Ende 2010 im Alleingang quasi und am Parlament vorbei fast die Hälfte des Energiekonzerns NBW für das Land zurückkaufte, da wollte er sich im Wahlkampf wohl als kerniger Entscheider, als zupackender Wirtschaftspolitiker profilieren. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Wegen des Verdachts der Untreue und dem befreundeten Investmentbanker Dirk Notheis, der den 4,7 Milliarden Euro schweren Deal abwickelte, den haben die Staatsanwälte gleich mal mit im Visier. Demnach soll Mappus einen viel zu hohen Preis für den Rückkauf der NBW-Anteile gezahlt haben. Ein Schaden im hohen dreistelligen Millionenbereich, für den die Steuerzahler gerade stehen müssen. Sibylle Müller. Polizei vor dem Wohnhaus von Stefan Mappus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ein neuer Tiefpunkt im öffentlichen Niedergang des ehemaligen Landesvaters. Mit seinem Jugend- und CDU-Parteifreund, dem Banker Notheis, hatte er einen vermeintlich großen Coup durchgezogen. Den Rückkauf des baden-württembergischen Energieversorgers NBW, angeblich zur Sicherung der Interessen des Landes. Der Deal, der damals den Wahlkampf befeuern sollte, wurde zum Rohrkrepierer. Alles, was in den letzten Wochen und Monaten im Zusammenhang auch mit dem Untersuchungsausschuss öffentlich geworden ist, lässt mich fassungslos zurück. An Nikolaus 2010 präsentierte Mappus damals seine Kaufentscheidung, die er ohne das Parlament gefällt hatte. 4,7 Milliarden Euro bezahlte das Land für die NBW-Anteile. Geheimhaltung und Eile seien geboten gewesen, so Mappus. Der Staatsgerichtshof urteilte später Verfassungsbruch. Beraten wurde Mappus von seinem Freund Dirk Notheis, Deutschlandchef von Morgan Stanley. Seine Bank erhielt ein üppiges Honorar, gekoppelt an den Kaufpreis. Notheis führte die Verhandlungen und gab Anweisungen per Mail. Dem lieben Stefan schrieb er, man brauche eine Storyline. Die lieferte er dann selbst samt Gesprächsleitfäden. Top. Da freute sich der Ministerpräsident. Mappus habe sich ausgeliefert, meinen Beobachter. Mappus war überfordert mit dem Amt und erst recht mit diesem Deal. Er hat sich ja bis ins Detail von seinem Freund, man kann auch sagen von seinem alten Kumpel, Notheis genau vorschreiben lassen, was er zu machen hat, wen er anzurufen hat, wie er in der Landespressekonferenz zu argumentieren hat. Er war nichts weiter als ein Hampelmann. Das Urteil, das der Landesrechnungshof über den Deal fällte, ist ebenfalls verheerend. Es listet Defizite auf bei der Preisfindung und der Risikoabschätzung. Auf dieser Grundlage ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Der Verdacht der Pflichtverletzung ergibt sich aus dem Umstand, den wir aus dem Gutachten entnommen haben, dass die Vorbereitung des Aktienkaufes nicht ausreichend vorbereitet war. Heute dann noch ein verheerendes Gutachten, diesmal der grün-roten Landesregierung. Für sie war der Kaufpreis deutlich überhöht. Die Regierung Mappus, Herr Mappus, haben das Land um mindestens 840 Millionen Euro geschädigt. Für die CDU im Südwesten wird das Wirken ihres einstigen Frontmanns zu einer immer schlimmeren Belastung. Absetzbewegungen. Ich glaube nicht, dass die CDU in einem Desaster ist. Wahr ist, dass Stefan Mappus in einer sehr unangenehmen Situation sich befindet. Mappus habe nur im Interesse des Landes gehandelt, sagen seine Anwälte. Sie sind derzeit die einzigen, die den früheren Ministerpräsidenten verteidigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten. Dazu jetzt der Kommentar von Clemens Bratzler vom Südwestrundfunk. Stadt Calpi am Strand von Rio, Untersuchungsausschuss in Stuttgart, Lecco Mio. Dieser Schüttelreim stammt nicht von mir, sondern von Stefan Mappus aus einer Büttenrede, die er im Januar gehalten hat. Damals machte er sich noch darüber lustig, dass er wegen der NBW-Affäre nicht wie geplant einen lukrativen Managerjob in Südamerika antreten konnte.
Inzwischen dürfte ihm nicht mehr zum Scherzen zumute sein. Und ganz ehrlich, auch mir ist das Lachen längst vergangen. Ein Ministerpräsident, der agiert wie die willfährige Marionette eines Investmentbankers. Unglaublich. Die schwäbische Hausfrau wird von diesem Geschäft begeistert sein, hatte Mappus stolz verkündet. Genau so, wie es ihm sein Jugendfreund Dirk Notheiß vorformuliert hatte. Inzwischen ist die schwäbische Hausfrau nur noch eines: entsetzt über so viel Machtvergessenheit. Da ziehen zwei Männer den Kauf eines Energiekonzerns durch, als sei das ihre Privatangelegenheit. Da wird gekungelt, gedroht und getrickst, flapsig im Ton, ohne Anstand und Moral. Und nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Das ist bei aller Fassungslosigkeit auch tragisch. Selten ist eine steile politische Karriere so abrupt zu Ende gegangen wie die von Stefan Mappus. Das dürfte für ihn schon jetzt die persönliche Höchststrafe sein. Zertrümmert wurde bei alledem aber auch noch etwas anderes: das Vertrauen vieler Bürger in die Mächtigen. Wer schon vorher glaubte, Banker seien die heimlichen Herrscher in diesem Land, kann sich wieder mal bestätigt fühlen. Dabei hoffe ich noch immer inständig, dass Mappus NBW-Deal nicht die Regel, sondern die große Ausnahme ist. Und wenn diese Affäre überhaupt etwas Gutes hat, dann, dass sie anderen Mächtigen hoffentlich eine Lehre ist. Clemens Bratzler kommentierte. Vor wenigen Monaten war es Ungarns Premier Orbán. Heute musste sich ein weiterer osteuropäischer Regierungschef vor der EU-Spitze in Brüssel für fragwürdige politische Entwicklungen in seinem Land rechtfertigen. Rumäniens Ministerpräsident Victor Ponta sprach von Missverständnissen. Für einige europäische Partner kommt das von Ponta betriebene Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten seines Landes, Traian Băsescu, jedoch einem Staatsstreich gleich, einer Bedrohung für Rechtsstaat und Demokratie. Von Sanktionen ist sogar die Rede. Bevor wir gleich auf diesen heiklen Besuch Pontas in Brüssel schauen, erklärt Susanne Glass nochmal, was in Rumänien genau gerade passiert. Seine Zeichnungen werden auf der ganzen Welt ausgestellt. Mit dieser will der rumänische Künstler Dan Perschowski eine aktuelle Botschaft vermitteln. In seinem Land werde die Demokratie mit Füßen getreten, ausgerechnet von einer sozialliberalen Regierung, wo er sich doch selbst als politisch links verortet. Aber was uns Künstler über alle Parteigrenzen hinweg so entsetzt, ist die atemberaubende Schnelligkeit, mit der die neuen Machthaber alle Schalthebel unter ihre Kontrolle gebracht haben. Sie haben gar nicht so viele Hände, um sie alle zu bedienen. Erst im Mai, als neuer Regierungschef vereidigt, hat der 39-jährige Victor Ponta in einem Tempo unabhängige Institutionen entmachtet und Schlüsselfunktionen mit seinen Leuten besetzt, das sogar in Rumänien einmalig ist, wo man auch von den Vorgängerregierungen so einiges gewohnt war. Zuletzt ließ der Sozialdemokrat seinen stärksten politischen Kontrahenten, den bürgerlichen Präsidenten Băsescu, vorläufig seines Amtes entheben, schränkte zu diesem Zweck auch gleich die Befugnisse des Verfassungsgerichts ein. Ein Referendum über die Amtsenthebung steht bevor. Der Machtkampf zwischen Ponta und Băsescu lähmt das Land. Aber weil Băsescu die Menschen mit harten Sparmaßnahmen verärgert hat und zudem bei vielen als eigenmächtig und machtbewusst gilt, sind es nicht allzu viele, die nun allabendlich für den geschassten Präsidenten und gegen den Regierungschef auf die Straße gehen. Bei uns ist ein Putsch ausgeführt worden, noch dazu von einem Regierungschef mit erschlichenem Doktortitel. Wir entfernen uns von der Europäischen Union und nähern uns russischen Verhältnissen an. Wir entfernen uns von allem, was ein normales, sauberes Europa verkörpert. Deshalb hoffen sie auf die EU und die deutsche Bundeskanzlerin, die Pontas Politik bereits kritisiert hat. Der konterte selbstbewusst im rumänischen Fernsehen, Merkel und die Christdemokraten seien die einzigen, die auf der Seite Băsescus und der Liberaldemokraten stünden. Denn Merkel glaubte wie Băsescu an die Sparpolitik, allerdings vor allem in Rumänien, Griechenland, Italien und Spanien und weniger an Sparen bei sich zu Hause in Deutschland. Das restliche Europa stehe hinter Rumänien. Pontas Amtsvorgänger glaubt deshalb auch nicht, dass sich der Regierungschef von europäischer Kritik beeindrucken lässt. Ponta ist ein Gefangener machtvoller Figuren, die hinter ihm stehen und die mit seiner Hilfe versuchen, ihre politischen und wirtschaftlichen Privilegien aus der Zeit des Sozialismus zu retten. Und deshalb wird jetzt auch vom Ausland sehr kritisch beobachtet, wie es weitergeht mit der Korruptionsbekämpfung und der Unabhängigkeit der Justiz in Rumänien. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme Rumäniens in die EU vor 5 Jahren, da waren die Defizite bei Justiz und Korruptionsbekämpfung so groß, dass das Land unter besondere Beobachtung von Brüssel gestellt wurde, die auch bis heute noch besteht.
Nun könnte man den Eindruck gewinnen, es gäbe in manchen osteuropäischen Ländern etwas andere Auffassungen von Demokratie und Rechtsstaat. Und dabei ist es offenbar egal, ob es sich um eine nationalkonservative Regierung handelt, wie in Ungarn, oder um eine sozialliberale, wie nun in Rumänien. Ob diese Missverständnisse bei den Gesprächen in Brüssel heute aufgeklärt werden konnten, berichtet Rolf-Dieter Krause. Sie sind Parteifreunde und offenbar Freunde darüber hinaus. Und Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, steht auch dazu. Aber das verhindert nicht, so sagt er, dass im Zweifel, und wir hatten einige Zweifel in den vergangenen Tagen, Freunde auch sehr offen diskutieren. Unser Treffen hier hinter verschlossenen Türen war gewiss nicht das Freundlichste, das wir während unserer Bekanntschaft hatten. In diesem Gespräch hatte der Freund, der neue rumänische Regierungschef Victor Ponta, erfahren müssen, dass es so nun wirklich nicht geht, wichtige Gesetze per Notverordnung zu ändern oder etwa im laufenden Verfahren zur Absetzung des Staatspräsidenten die Regeln zu ändern. Ponta gab sich bereit, einzulenken. Nach Anhörung aller Seiten wird die Kommission ihre Meinung klar sagen und wir werden das nicht nur akzeptieren, sondern auch sofort handeln, wenn etwas den europäischen Maßstäben nicht genügen sollte. So ähnlich hatte man das vor Monaten auch von diesem Mann gehört. Der Ungar Viktor Orbán gelobte Besserung, wo nötig, aber die Lage etwa regierungskritischer Medien in seinem Land hat sich seither noch verschlechtert. Dennoch kann er auf die Unterstützung seiner christdemokratischen Parteifreunde zählen, die sich jetzt im Fall Rumäniens sehr viel deutlicher äußern. Man kann nicht durch ein Dekret die Rechte eines Verfassungsgerichts außer Kraft setzen. Man kann nicht mitten im Spiel die Regeln für ein Referendum verändern. Man kann nicht einen Ombudsmann auswechseln, weil der nicht passend ist. Genau das sind die Punkte, die auch die Brüsseler Kommission kritisiert. Ich mache mir ernsthafte Sorgen über diese Entwicklungen. Sorgen, die Ponta nun zügig ausräumen will. Gut möglich, dass das auch tatsächlich passiert, wenn ihn vor allem seine Freunde dazu bewegen. Das hochverschuldete Spanien bekommt Hilfen aus dem Euro-Rettungsfonds. Im Gegenzug muss das Land aber noch strikter sparen als bisher geplant. Mehr dazu in den Nachrichten heute mit Thorsten Schröder. Ministerpräsident Rajoy stellte heute im Parlament in Madrid ein neues Reformprogramm vor, mit dem bis Ende 2014 im Haushalt 65 Milliarden Euro eingespart werden sollen. Angestellte im öffentlichen Dienst und Arbeitslose müssen sich auf weniger Geld einstellen, Steuern sollen erhöht und die Etats der Ministerien gekürzt werden. Bei Demonstrationen in Madrid kam es zu Auseinandersetzungen. Tausende Menschen protestierten gegen Subventionskürzungen im Bergbau. Die Börsendaten. An der New Yorker Wall Street ging der Dow Jones mit 12.604 Zählern im Minus aus dem Handel. Der DAX schloss in Frankfurt mit einem leichten Plus bei 6.454 Punkten. Die Pleitewelle in der Solarbranche hat die Zulieferer erreicht. Der Solaranlagenbauer Centrotherm meldete Insolvenz an. Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Vielen Solarfirmen geht es schlecht, weil Preise für Solarzellen und Module stürzten. Die Unternehmen bestellen keine neuen Maschinen mehr. Deshalb hat es nun auch den Maschinenbauer Centrotherm erwischt. Das Unternehmen steckt tief in roten Zahlen, hat hohe Schulden. Ein Versicherer war nun nicht mehr bereit, Kredite zu decken. Aktionäre haben viel Geld verloren. 34,50 Euro kostete eine Aktie beim Börsengang. Sie hielt sich lange. Doch mit dem Preisverfall der Branche begann ihr Niedergang. Die Solarförderung wurde gekürzt. Zu Jahresbeginn setzte die Pleitewelle ein. Bei nur 58 Cent steht eine Centrotherm-Aktie jetzt. Heute verlor sie 74% an Wert. Centrotherm will nun noch mehr Kosten senken, Kapazitäten streichen. Zuletzt schon mussten 400 Mitarbeiter gehen. 3 Monate ist die Firma nach neuem Insolvenzrecht vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt. So lang hat sie Zeit, sich zu sanieren. Ein Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen. Die Fehler des Verfassungsschutzes im Zusammenhang mit der Neonazi-Mordserie kosten einen weiteren Geheimdienstchef den Posten. Der Präsident des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Boos, hat um seine Versetzung gebeten. Protokolle über eine Telefonüberwachung sind nach Angaben des Innenministeriums in Dresden erst jetzt gefunden und an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss weitergeleitet worden. Bislang hatte Sachsen betont, es habe bereits alle Dokumente offengelegt. Sachsens Innenminister in Erklärungsnot. Am Nachmittag versucht Markus Ulbich, Journalisten begreiflich zu machen, was kaum zu erklären ist.
Telefonüberwachungsprotokolle aus dem NSU-Umfeld, die im Landesamt für Verfassungsschutz angeblich gestern beim Aufräumen eines Büros gefunden wurden. Aber das ist eben jenes nicht akzeptable Verhalten, ist einfach schlichtweg, ob das eine Schlamperei gewesen ist, ich kann es Ihnen im Moment nicht sagen. Es soll um mehr als 300 Seiten gehen, erstellt Ende 1998. Damals war das Terrortrio bereits seit einem Dreivierteljahr untergetaucht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die Abhöraktion geleitet und den Kollegen in Sachsen Kopien überlassen. Die hätten längst dem Generalbundesanwalt und den Untersuchungsausschüssen in Berlin und Sachsen übergeben werden müssen. Sachsens Behördenchef Reinhard Boos zog aus dem Fehlverhalten seiner Mitarbeiter die Konsequenz und bat um seine Versetzung. Die Opposition ist über die Zustände beim Verfassungsschutz empört. Also die Legende, die die Staatsregierung jetzt seit 8 Monaten gestrickt hat, Thüringen ist schuld und Sachsen hat alles richtig gemacht, die ist heute zu 100% zusammengefallen. Der Inhalt der Akten und wer damals überwacht wurde, ist noch nicht bekannt. Tja, welche eklatante Mängel es hierzulande bei der Aufklärung von rechtsextremen Taten gibt, das haben wir nicht nur heute, sondern in den vergangenen Wochen schon mehrfach erfahren müssen. Dass es diese Mängel aber auch im Bereich der Prävention gibt, darauf weist nun eine neue Studie hin. Denn Neonazis versuchen längst nicht mehr nur mit CDs und Schulhofmagazinen Nachwuchs zu ködern. Viel raffinierter verbreiten sie ihre rechtsextremen Gedanken im Internet, in sozialen Netzwerken. Oft verpackt in zunächst harmlos erscheinenden Botschaften, auf die Kinder und Jugendliche dann anspringen. Und während sie vor Schulen meist nur eine Handvoll Schüler erreichten, sind es im Internet plötzlich Zehntausende. Wiebke Harms berichtet. Genau an sie wollen die Rechtsextremen ran. Jugendliche, die sich jeden Tag wie selbstverständlich durch die virtuelle Welt klicken. Geködert mit emotionalen Themen wie Arbeitslosigkeit oder Kindesmissbrauch, fällt ihnen oft nicht auf, wer tatsächlich hinter den Internetseiten steckt, wie unser Test auf der Straße beweist. Finde ich überraschend, dass mir das auch nicht aufgefallen ist. Also ja, aber ich find, wenn man jetzt so ein bisschen hier liest, das fällt auch nicht auf. Das ist nicht schlecht gemacht. Wenn man solche Themen hat, dann denkt man nicht sofort an Rechtsextremisten. Waren es früher hauptsächlich konventionelle Webseiten, nutzen die Rechtsextremen für ihre Hasspropaganda mittlerweile zunehmend soziale Netzwerke wie YouTube, Twitter und Facebook, wie diese Seite mit 14.000 Gefällt-mir-Klicks. Opferschutz statt Täterschutz, Deutschland gegen Kindesmissbrauch, das ist im Prinzip auch ein zustimmungsfähiges Thema. Also genau darauf setzt dieses Profil. Wenn ich nochmal zurückgehe hier und schaue unten, weiter unten auf eine Umfrage, erst da kann ich eigentlich sehen, aus welcher Ecke es kommt. Dann sehe ich rechts das Emblem der NPD. Gegen solche Seiten vorzugehen ist nicht immer einfach. Beispiel Spreelichter. Mit Fackeln und Masken zogen sie durch die Städte, verbreiteten ihre Propagandafilme auch im Internet. Mittlerweile sind die Spreelichter verboten. Ihre Seite aber ist geblieben, mit klarer Botschaft. Wir sind verboten. Na und? Das Löschen solcher Seiten für die Behörden schier unmöglich. Wir haben rechtliche und technische Schwierigkeiten zugleich. Das Internet ist ein unkontrollierter globaler Raum. Und in diesem unkontrollierbaren, rechtlich nicht regulierten Raum einzudringen, ist es sehr schwierig. Auf Server im Ausland etwa haben die deutschen Behörden nur schwer Zugriff. Das nutzen rechtsextreme Gruppen. Die Online-Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin bekommt fast täglich anonyme Anfragen von Eltern, deren Kinder in die Szene abzudriften drohen. Auf jeden Fall Haltung zeigen, dem Kind deutlich machen, das teile ich nicht, das möchte ich auch bei mir nicht zu Hause sehen. Aber auch das Kind weiterhin wertschätzen. Das ist ein Spagat, das funktioniert nicht einfach. In der Online-Beratung gab es in diesem Jahr schon über 200 Anfragen, so viel wie sonst in einem Jahr. Das zeigt, die Menschen sind offensichtlich sensibler geworden. Oh Gott, was ist das für eine Seite? Was? Nation bekämpft. Da brauche ich gar nicht weiter gucken. Ich will keine neuen. Nein. Eher melden als liken. Und auch das ein Ergebnis des spontanen Tests auf der Straße. Es gibt auch viele Jugendliche, die genau hinschauen, wo sie im Internet gefällt mir klicken. Es ist eine der grundlegenden Entscheidungen, denen sich werdende Eltern stellen müssen. Wollen wir unser heranwachsendes Kind im Bauch der Mutter auf mögliche Gendefekte wie das Down-Syndrom überprüfen lassen oder nicht? Und was machen wir dann im Falle des Falles? Möglich und völlig legal ist so eine pränatale Diagnostik schon lange. Ärzte entziehen der Mutter dafür etwas Fruchtwasser. Doch das ist eine durchaus riskante Prozedur, vor allem für den Fötus. Wesentlich schonender und sicherer ist nun ein neues Testverfahren, bei dem der Mutter einfach etwas Blut zur Untersuchung abgenommen wird.
Kritiker befürchten aber, dass das zu mehr Schwangerschaftsabbrüchen führen könnte. Dennoch soll der Test jetzt in Deutschland auf den Markt kommen. Jenny Rieger. Susan Rose hat es nicht wissen wollen. Damals, als sie schwanger wurde mit dem dritten Kind, mit bereits 40 Jahren. Eine Risikoschwangerschaft. Untersuchungen hat sie dennoch abgelehnt. Sie wollte nicht wissen, ob ihr Kind behindert sein würde. Wir wollten gerne Kinder haben und wir können sie nicht aussuchen. Also wer bin ich, ich nehme das Kind und ich nehme das Kind nicht. Kurz nach der Geburt kam damals die Diagnose, Jason hat das Down-Syndrom. Sein 21. Chromosom ist dreimal vorhanden, Trisomie 21. Eine Überraschung, sagt die Mutter heute, aber eine kalkulierte. Sie hingegen wollte es wissen, unbedingt. Liljana Zivadinovic hat soeben ihr erstes Kind geboren. Gerade mal 2 Stunden ist die kleine Juliana alt. Schon vor Monaten wurden ihre Chromosomen auf Anomalien getestet. Das Risiko des Eingriffs war der 37-Jährigen bewusst. Also man lebt auch in dem Moment immer noch mit der Angst, ich mache was Gutes, ich weiß danach, ob mein Kind gesund ist, aber ich kann es auch vernichten. Also der Schrecken oder das sitzt schon auch in dem Moment tief, aber die Erleichterung danach ist einfach das Schönste, dass man weiß, man hat ein gesundes Kind. Kerngesund, das hatte die Fruchtwasseruntersuchung ergeben im 4. Schwangerschaftsmonat. Erst dann ist eine zuverlässige Diagnose möglich. Für Mütter, die um die Gesundheit ihres Babys bangen, eine lange Zeit. Hier in der Frauenklinik Bad Cannstatt verspricht man sich deshalb viel vom neuen Bluttest auf Trisomie 21. Medizinisch, aber auch psychologisch. Dieser Test ist eine Bereicherung. Ergänzt das, was wir bisher an Möglichkeiten haben. Der Vorteil ist, dass man Informationen über die Chromosomensituation des Kindes bekommt, ohne dass man das Kind gefährdet. Das kann für die betroffenen Frauen ganz, ganz wichtig sein, frühzeitig da eine Information zu haben. Ein wenig Blut der Mutter, entnommen schon in der 12. Woche, soll zukünftig ausreichen, um das ungeborene Kind auf Trisomie 21 zu testen. Ein Test, der neue Möglichkeiten eröffnet, so sagen die einen. Ein Test, der Grenzen überschreitet, meinen andere. Man schaut während der Schwangerschaft anhand mütterlichen Bluts danach, ob das Kind Down-Syndrom hat. Und bei 90% der Fälle, wenn man es denn erfährt, dass es Down-Syndrom hat, darf dieses Kind nicht weiterleben. Und das ist für mich nichts anderes als Selektion. Trisomie 21. 9 von 10 Frauen, die diese Diagnose erhalten, entscheiden sich für eine Abtreibung. Diese Rechnung vergisst jedoch Frauen wie Susan Rose. Frauen, die sich jeglicher Diagnostik entziehen, die eine Trisomie bewusst in Kauf nehmen. Susan Rose, Liljana Zivadinovic. 2 Frauen, die sich für ihren ganz eigenen Weg entschieden haben. Wissen wollen und nicht wissen wollen. Ein Kind ohne und ein Kind mit Behinderung. Wichtig ist beiden Frauen jedoch eines, dass sie frei entscheiden durften. UN-Sondervermittler Annan hat sich erneut zu der Situation in Syrien geäußert. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder. Annan fordert vom UN-Sicherheitsrat erneut Schritte im Syrien-Konflikt. Er mahne zu einem gemeinsamen und nachhaltigen Druck auf alle Seiten und zu Konsequenzen für die, die sich nicht an den Friedensplan halten, sagte Annan. Syriens Präsident Assad habe einen Vermittler benannt, der mit der Opposition sprechen solle. In Kabul haben etwa 100 Menschen gegen die Hinrichtung einer 22 Jahre alten Afghanin protestiert. Sie fordern Gerechtigkeit für die Frauen in dem Land und verlangen von der Regierung, die Täter vor Gericht zu bringen. Präsident Karzai verurteilte die Tat, die erst durch ein Video bekannt wurde. Es zeigt, wie die Frau Ende Juni unter dem Beifall von Zuschauern von mehreren Kugeln niedergestreckt wird. In der Europäischen Union sollen ab 2020 strengere Grenzwerte für den Kohlendioxidausstoß von Autos gelten. EU-Klimaschutzkommissarin Hedegaard präsentierte in Brüssel ein entsprechendes Papier. Demnach soll für Pkw der durchschnittliche CO2-Ausstoß von derzeit rund 130 auf 95 Gramm pro Kilometer sinken. Die EU verspricht sich davon neben einem verbesserten Klimaschutz, mehr Wettbewerb unter den Autobauern und geringere Spritkosten für die Verbraucher.
Wenn Sie sich das Schlaraffenland vorstellen, denken Sie da als erstes an eine Stadt, an ein urbanes Umfeld, wo das Essen quasi auf oder zumindest an der Straße liegt, wo vielleicht nicht Milch und Honig fließen, Sie sich für Essbares aber einfach nur bücken müssen, wo mittendrin Blumenkohl, Salat und sonstiges Gemüse und Obst wachsen und gedeihen und das auch noch von dieser Stadt für ihre Bürger extra angelegt? Das ist wohl ein eher unwahrscheinlicher Ort, aber Benjamin Kors hat so eine verkehrsberuhigte Zone der schmackhaften Art gefunden, im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wenn ich eine Suppe koche, dann nehme ich gerne Sellerieblätter. Und die sind ja hier ganz frisch und ich habe immer mein Messerchen dabei. Dass es so etwas gibt, mitten in der Stadt, wer hätte das gedacht? Hier die Straße, die Autos, der Lärm und gleich daneben das Leben, die alte Stadtmauer von Andernach. Es fühlt sich einfach faszinierend gut an. Die Natur als Supermarkt und in dieser Filiale mitten in der Stadt ist alles kostenlos, kaum zu glauben. Womöglich hat Andernach eine richtig gute Welle erwischt. Der Trend der Zeit ist das. Die Stadtleute suchen sich immer weiter draußen irgendein Domizil, wo sie wenigstens am Wochenende sein können, in der Natur. Der Bezug zur Natur bei den vielen wird wieder stärker. Dabei ging es der Stadtverwaltung erstmal nur darum, die hässlichen Flecken der Stadt aufzuhübschen und den Bürgern zu sagen, macht doch mit. Dann kam die Idee, Gemüse anzubauen und jetzt haben sie den Salat. Es gibt eine Menge Bürgerinnen und Bürger der Stadt Andernach, die heute abends mit ihrem Topf oder mit ihrem Korb versehen in der Innenstadt sich ihr Abendbrot sozusagen hier pflücken und dann anschließend zu Hause zubereiten und deshalb die Stadt wieder als Lebensraum begreifen, auch als Raum begreifen, wo es sich trefflich leben und alt werden lässt. Von Anfang an dabei gewesen ist Erika Kendler. Ich schneide mir so gerne ein Blatt Mangold ab. Als habe sich ein grünes Füllhorn über der Stadt ergossen, findet sie hier alles für ihre so geliebte Gemüsesuppe. Und noch nie wurde ein Beet mutwillig zerstört. Ehrenamtliche und ein Eurojobber kümmern sich um den Garten. Und das Schild Betreten verboten wurde abgeschafft. Das gibt es nicht in Andernach. Hier ist alles erlaubt. Das finden wir doch schön. Mittlerweile haben sich Dutzende Städte aus ganz Deutschland gemeldet und erkundigen sich nach dem, was neudeutsch Urban Gardening genannt wird. Andernach ist in aller Munde und alle haben Andernach im Mund. Demnächst als Blumenkohl und natürlich als Gemüsesuppe von Erika Kendler. Ja, aber als ziemlich trübe Suppe könnte man dagegen vielerorts derzeit das Wetter hier in dieser Kamera in Deutschland bezeichnen. Und Carsten Schwanke hat jetzt im Anschluss leider auch nicht wirklich Aufhellung im Angebot. Dafür bietet Sven Lorik weitere Aufklärung im Nachtmagazin um 0.05 Uhr. Und das war's von uns, von den Tagesthemen. Einen schönen Abend noch.